Überschattet war natürlich der Spieltag vor allem für Liverpool durch die Abwesenheit von dem kolumbianischen Nationalspieler Luis Diaz. Um ihn herrscht ja aktuell große Aufregung und auch große Sorge, denn seine Eltern wurden in seiner Heimat entführt. Inzwischen ist die Mutter von der Polizei gerettet worden, vom Vater fehlt aber weiterhin jede Spur. Auch Trainer Jürgen Klopp, der seinen Profi ja freistellte, äußerte sich nach dem Spiel zu der aktuell schwierigen Situation für alle. Preparation was the most difficult I ever had in my life. Didn't expect that, was not prepared for it. Die Vorbereitung war die schwierigste, die ich je in meinem Leben hatte. Das hatte ich nicht erwartet. Ich war nicht darauf vorbereitet. Und ja, es war, ich will das Spiel nicht größer machen, als es war. Aber wir haben auf jeden Fall versucht, Lucho mit unserem Kampf zu helfen. Denn wir wollen natürlich helfen, können aber nicht wirklich helfen. Das Einzige, was wir tun können, ist für ihn zu kämpfen. Und das haben die Jungs getan. So how can you make a football game really important? On a day like this. Wie kann man ein Fußballspiel an einem Tag wie diesem wirklich wichtig machen? Das ist wirklich schwierig. Damit hatte ich in meinem Leben noch nie zu kämpfen. Das war immer mein Safe Place, manchmal mein Versteck. Als Spieler, als Trainer darf man sich während dieser 90 Minuten nur darauf konzentrieren. Jetzt war es absolut unmöglich, das zu tun. Es war also klar, dass wir dem Spiel mehr Sinn geben müssen. Es war ein Kampf für Lucho. Und dann haben die Jungs das Trikot rausgeholt. Und ich war nicht zu 100% darauf vorbereitet, um ehrlich zu sein. Es war wirklich rührend, aber auch wunderbar. I was not 100% prepared for that, to be honest. It was really touching, but wonderful as well. So, yeah.